Seid gegrüßt, liebe Freunde, zu einer weiteren Folge von Destiny hier im Oryx Raid. Und hier sind wir nach dem Kriegspriester. Ihr habt ja gesehen, in der letzten Folge haben wir den Kriegspriester erledigt. Und nun geht es wieder zu einer kleinen Super Mario Lauf Passage. Nämlich, man musste in so einem dunklen Gang hindurch. Bei diesem dunklen Gang gibt es auch wieder eine Truhe. Die habe ich jetzt leider durch meinen Fehler hier mit dem Kabel, das ich Gott sei Dank jetzt ausgetauscht habe, schon längst nicht filmen können, aber da braucht man wieder das Internet zu Hilfe und da gab es auch eine Karte und. Aber da kommt man zu einer kleinen Truhe. Auf jeden Fall, wenn man davon fern abgeht, muss man durch diesen Tunnel laufen, um speziell zu einer, wie gesagt, kleinen Sprungpassage zu kommen, die ich sehr unterhaltsam finde, sehr interessant. Hat mich amüsiert, war wirklich lustig und da gab es auch in der Nähe einer Truhe. Hier müsst ihr aufpassen, es war so dunkel bei mir im Fernseher, dass ich fast dieses Loch nicht gesehen habe. Deswegen bin ich auch mehr oder weniger immer geflogen. Aber ist schon recht amüsant. Also schon ganz nett. Aber wegen dieser Sprungpassage kommen wir später. Denn wir wollen eigentlich zu einem weiteren Bossgegner. Nämlich zu einem bestimmten Ogre. Der auch gut zu machen ist. Da muss man auch wieder Timing abhaben. Also abwarten. Oder haben speziell ein gutes Team. Gute Absprache wieder. Und natürlich nicht allzu lange brauchen, denn wenn ihr zu lange braucht, seid ihr natürlich wieder als ganzes Team tot. Also das ist so die Regel. Nochmals möchte ich sagen, dass das ein Normal-Raid ist bei Oryx und natürlich speziell, das ist orientiert für wirklich Leute, die noch keine Vorstellung haben, die vielleicht bei Zero TV das vielleicht zu schnell finden, nicht gut erklärt, weil da habe ich auch Kommentare gefunden. Ich fand, Zero TV hat es gut gemacht, deswegen habe ich mir dann gedacht, komm, mach es vielleicht so in einen Blickwinkel von einem Anfänger. Also das war für mich das allererste Mal und somit kann man das sehen. So, nachdem ihr dieses Ding da abgeschossen habt, was ich jetzt gemacht habe, kommt dieser Ogre. Ihr habt ja gesehen, in der Mitte ganz oben muss man so ein Ding abschießen. Dann kommt der Ogre und dann muss man erstmal speziell, wie man bei Destiny gewohnt ist, hier die Soldaten abschießen. Wichtig hier zu machen ist, dass einer halt einen bestimmten, ich glaube, Relikt einsammeln muss. Aber der Ogre darf ihn natürlich nicht bis dahin erwischen. Und dann geht man zu einem speziellen Kreis, setzt das Relikt ein und dann geht es auch weiter. So, ich empfehle für Leute, die zum Beispiel ein gutes Team haben, die schon Raid gemacht haben, ihr aber noch nicht, macht die einfachste Aufgabe, überlasst das wirklich Leute, die das können. In dem Fall hier die Soldaten zu erschießen und wie gesagt, dieses Relikt oder was man da einsammeln muss, ich weiß jetzt nicht, wie ich es bezeichnen soll, überlasst das wirklich euren Kompanion. Falls ich da was falsch erkläre oder irgendwas falsch sage, schreibt es in Kommentaren, aber bitte freundlich, wie gesagt, das soll eine Orientierung sein für Leute, die keine Vorstellung haben und das vielleicht bei Zero TV vielleicht wirklich zu anstrengend finden. Wie gesagt, ich bin fassungslos. In den Kommentaren habe ich oft genug gelesen, dass es zu schnell, zu willkürlich erklärt worden ist. Aber gut, es gibt halt die Art von Menschen und es gibt halt die Art von Menschen. Wie gesagt, der Ogre regt sich so ein bisschen auf. Da sind diese weißen Kugeln. Die müsst ihr gleich abschießen, aber nur einen davon. Ich empfehle auch in diese Seite. Schießt drauf, bis es brüchig ist. Also wirklich, bis ihr so merkt, wie Risse bei einem Spiegel oder bei einer Fensterscheibe, bis Risse entstehen. Das noch nicht. Erst wenn er abgelenkt worden ist und der Kollege halt das braucht, was er brauchte, schießt euch das Ding ab. Sobald dieser Golgoros, so heißt er, seinen Wut konzentriert, ihr kriegt eine Meldung, könnt ihr die Blase abschießen, das ist der Golgoros, auf dieses Feld, wo die Blase ist, und schießt auf die Mitte rein. Das, was so leuchtet. Ich empfehle da wieder Maschinengewehr oder, falls ihr leer geschossen seid, schnell auf ein Schatzgewehr zu wechseln. Und steht euch bitte da nicht im Weg, wie es bei mir der Fall war. Da stand man oft ab und zu sich total im Wege. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ansonsten, man muss sich verstecken. Der Golgoros muss abgelenkt sein, wenn einer diesen Relikt da einsammelt. Man muss wirklich vollkommen versteckt sein, damit er sich dann halt nicht auf euch konzentriert. Also auf denjenigen, der da jetzt diese Aufgabe macht. Konzentriert euch nur, wenn ihr da seid, wirklich auf diese Gegner, die hier in mein Horn kommen. Und wenn das so weitergeht, bis die Besessenen kommen, das heißt dann so ungefähr die letzte Runde, weil da war wieder ein Besessener. Dann, die Wut ist nah, das heißt, es wird jetzt extrem. Das heißt, wir müssen uns beeilen. Schießt drauf, ihr wisst, Blase zerplatzen. Wie gesagt, die Wut muss konzentriert werden und dann los geht's. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, stirbt er auch sehr schnell.
wie jetzt in dem Fall. Ich muss mich da nochmal entschuldigen, denn wie gesagt, mein Kabel hat da versagt und ich möchte das jetzt einfach nicht so wiederholen. Ich möchte es, dass man wenigstens einen kleinen Eindruck hat. Ja, wichtig ist, guckt euch dann nochmal die Stelle ein, zerstört die Blase bis zu einem gewissen Grad, also wirklich bis es brüchig ist. Und sobald ihr einen Supporter habt, der sagt, ihr könnt jetzt die Blase zerstören, macht es. Also guckt, dass ihr ein Team habt, Freunde habt oder Leute, mit denen ihr es einfach so macht. Wirklich in Ruhe und mit einer guten Absprache. Wie gesagt, für einen wie mich, der das gar nicht kennt, der auch noch schwach vom Licht ist. Ich bin da zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 93 gewesen, Licht 93 oder sowas. Guckt, dass ihr die nicht die schwerstmöglichste Aufgabe bekommt. Wie jetzt, wenn ich das mit dem Golgoros gemacht habe, wo ich jetzt zum Beispiel das Relikt oder was auch immer da war, diese Wut konzentriert gemacht hätte, dann wäre ich schnell gestorben. Deswegen überlasst das wirklich erfahrene, Großlichtlevel-artige Leute. Und wenn ihr einen Supporter habt, also einer, der das Sagen hat, sage ich mal, dann macht das. Hier oben sollte, glaube ich, ein Fragment sein. Mal hier, falls jemand wegen dem Sammeln. Hier ist ein klassifiziertes Fragment. Einfach mal mitnehmen, ist wichtig. So, und dann geht hier später, wie gesagt, zu dieser interessanten Sprungpassage. Und Golgoros, diesen Ogre, fand ich wirklich leicht interessant. Man muss nur ein bisschen pfiffig sein, ein bisschen schnell. Wie gesagt, falls ihr das mal euch entscheidet, an einem Raid teilzunehmen mit Leuten, guckt euch vorher ein Video an. Irgendwas, was langsam, ruhig erklärt, vielleicht so ein paar Bilder so zeigt. Bei mir ist leider ein bisschen was schief gegangen. Ich hoffe, es ist trotzdem irgendwie in Ordnung. Und guckt nach Kommentaren, weil es gibt Leute unter euch, die nette Kommentare schreiben, die auch was bringen. Und bitte, ich rede wirklich von nett. Das wäre, ja. Ja, hier kommt die ins ganze Sprungpassage, kommen irgendwelche Sachen. Seht ihr aus den Wänden, das könnt ihr euch wegkicken. Ich habe jetzt einiges einfach übersprungen, weil das sieht man schon allein nur vom Sehen her, vom Zusehen. Ich habe nur diese Stelle gelassen, weil die ist wichtig. Ihr müsst zu diesem Punkt, wenn ihr da angekommen seid, wo ich jetzt war, hier rüberspringen. Einmal hier landen. Dann müsst ihr euren Geist einsetzen. Guckt, da ist ein Weg. Ihr seht das. Ihr kennt das vielleicht vom Grabschiff. Dann springt ihr gleich zu diesem Weg hinein. Ja, der Bolle hat sogar drauf hingewiesen, indem er drauf geballert hat. Dann springt ihr in dieser Richtung. So. Und dann wird es jetzt ein bisschen knifflig. Und es ist schwer zu sehen, aber es gibt hier einen Punkt, das zeige ich euch. Seht ihr? Da müsst ihr auf diesen kleinen Sims. Also wieder Bolle drauf zugewiesen. Springt da drauf. Achtet drauf auf die Wände. Die können euch schnell wieder runterkicken. Guckt, dass ihr gut landet. Guckt euch dann die Plattform an. Darüber müsst ihr. Guckt euch an, wie gut ihr springen müsst. Um sicher da oben zu landen. Aber guckt, dass ihr nicht von den Wänden fällt. So. Und dann springt ihr da hoch und direkt rechts, da zeigt der Kollege gerade, ist nämlich eine Truhe. Da warten schon zwei und der Rest kommt dann, seht ihr, da oben, wo die beiden Kollegen da sind, da ist die versteckte Truhe und dann könnt ihr da wieder Schiffers einsammeln. So, zack, Truhe auf, da zum Beispiel fällt das Bruchstück, ist für uns natürlich wichtig wegen der Touch of Madness. Menace, oder wie das heißt, ach, Boss auf der Berührung halt, so, da ein paar Klamotten, da sagt man ja nie nein, um Gottes Willen, alles wichtig, und dann kommen wir langsam zu einem kleinen zweiten Teil dieser netten Sprungpassage, die ist eigentlich leicht, man muss nur wieder einen Überblick haben, also ihr müsst gucken, wo ihr springt, ne, am besten hier, wenn einer schon da oben ist, der einen Weg zeigt, was am besten ist, so, wieder abschätzen, genau hingucken, dahin. Und ihr dürft dann, ja, ihr könnt da nämlich auch wieder locker runterfallen. So, wenn ihr da oben seid, genau, die kleine Stelle. Und noch einmal ganz hoch. Und dann seid ihr schon oben. Das ist eigentlich alles. So, und wenn ihr dann durch diese Tür geht, kommt ihr dann direkt zu Oryx. Zur Oryx-Kammer, dann erwartet uns der Bossgegner. Das war eigentlich schon alles. Ein kleines Video, war jetzt nicht großartig. Aber wenn es euch trotzdem gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben. Teilt dieses Video, erklärt es den Leuten, die das nicht kennen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Nämlich dann kommt die Hexenpassage. Und hier ist auch der Bereich, wo Oryx auch kommt. Und das wird auch nochmal ein bisschen knifflig. Seid gespannt. Ich verabschiede mich. Euer Alpha Chief.